Schneller, steiler, höher. Es wird gerutscht, was die Badehose hergibt. Wir möchten neue Emotionen, neue Sensationen kennenlernen. Und das hier ist das Neueste, was es jetzt gibt auf dem Markt. Doch vor dem Spaß kommt die Prüfung durch den TÜV. Denn Rutschen kann auch gefährlich sein. Da darf es natürlich nicht sein, wenn der erste rutscht, dass der mit einem offenen Rücken runterkommt. Nervenkitzel gehört auch dazu. Ich habe sehr Angst bei Rutschen. Vor allem, wenn sie so runtergehen. Der Flughafen Düsseldorf vor wenigen Wochen. Christian Ahuis, Redakteur bei einer internationalen Fachzeitschrift für Freizeitparks, arbeitet da, wo andere Urlaub machen. Es geht heute nach Teneriffa. Ich fliege in den Siam Park. Das ist ein Freizeitpark, der von einer deutschen Familie, der Familie Kiesling, betrieben wird. Und dort eröffnet in wenigen Tagen eine neue Rutsche, die ich gerne testen möchte. Das ist sein Ziel. Playa de las Americas im Süden der Kanareninsel Teneriffa. Hier inmitten von Hotelburgen liegt die Hauptattraktion der Region, der Siam Park, ein im thailändischen Stil gestalteter Wasserpark, der sich über rund 185.000 Quadratmeter erstreckt. Christoph Kiesling ist Gründer und Direktor des riesigen Spaßbads. Wir möchten auch unseren Kunden immer wieder was Neues bieten. Wenn ein Kunde in 3, 4 Wasserparks gewesen ist, dann hat er ja schon gewisse Erfahrungswerte. Und wenn er hier zu uns kommt, möchten wir ihm sagen, deine Erfahrungswerte sind gut, aber wir können dir neue geben. Und wir werden dir neue, ganz spezielle geben, die du woanders nicht bekommen kannst. Mit über 2 Millionen Besuchern pro Jahr gilt der Siam Park als größter Wasserpark Europas. An 365 Tagen im Jahr kann man wahlweise auf dem Naga Racer, den Mekong Rapids oder dem Tower of Power nach dem ultimativen nassen Kick suchen. Auch Freizeitparkexperte Christian Ahuis will heute jede der insgesamt 12 Rutschen befahren und testen. Das ist ein Trend in den Wasserparks und auch in den Freizeitparks, dass man immer mehr dazu übergeht, Themenwelten zu schaffen, in die sich die Besucher reinfinden können. Früher in den 70er, 80er Jahren, als die Freizeitparks aufgekommen sind, hat man Achterbahnen einfach nackt hingestellt. Und jetzt geht man dazu über, dass man das Ganze in einem Thema integriert. Und so baute man 2008 mehr als 15.000 Kilometer von Thailand entfernt einen asiatischen Wasserpark. Die Idee dazu und für die neueste Attraktion kam von Christoph Kiesling selbst. Die 200 Meter lange Rutsche Kinaree hat er nach einem asiatischen Fabelwesen benannt. Das ist was Neues. Und zwar haben wir hier verschiedene Rutschelemente genommen, haben die in Linie gesetzt. Und somit kreieren wir also mindestens 3, 4 Emotionen, die man normalerweise auf jeder einzelnen Rutsche hätte. Und im Endeffekt haben wir geschafft, eine derartige Rutsche zu kreieren, die halt einzigartig in der Welt ist. Im März beginnen die Bauarbeiten. 40.000 Kubikmeter Erde müssen bewegt werden, damit dann in einer Rekordzeit von nur 45 Tagen der Hersteller ProSlide jedes einzelne der aus Kanada mitgebrachten Teile zu der Weltneuheit zusammensetzen kann. Kinaree ist am Ende 200 Meter lang und hat eine Neigung von ca. 45 Grad. Das wahre Herzstück und die eigentliche Sensation aber ist eine Rampe, die rund 10 Meter hoch ist, kurz vor dem Ende der Rutsche. Das ist der Kick. Das hier ist der Adrenalinshot schlechthin. Das ist die Welle, nennen wir das. Das heißt, wir kommen aus dieser Rutsche hier raus, aus dieser Beschleunigungsabfahrt, fahren dann mit der Geschwindigkeit und mit dem Schwung, den wir haben, fahren wir dann möglichst weit hoch in die Vertikale. Und dadurch, dass man immer in Bewegung ist, bleibt man halt auf seinem Schwimmreifen. Aber die Sensation, die ist einmalig. Doch bevor Kinaree in Betrieb genommen werden kann, muss erst einmal der TÜV seinen Segen bzw. seine Plakette geben. Der TÜV Rheinland hat eine Dependance auf den Kanaren. Angel Izquierdo ist zuständig für alle Rutschen und Vergnügungsparks auf den Inseln. Heute schaut er sich hier jede Fuge an. Keine darf breiter als 3 cm sein, damit der Gummireifen am Ende glatt darüber rutscht. Ich schaue jede Rille genau an, untersuche, ob sie auch richtig verfugt und geschlossen ist, suche nach Beulen oder Dellen. Ich taste alles ab, damit sich kein Gast hier verletzt, wenn er zum Beispiel die Hand aus dem Reifen hält oder so. Und dann machen wir die verschiedenen Fahrtests. Dabei achten wir vor allem auf die Geschwindigkeit und das Verhalten des Reifens in der Rutsche.
Und dann entdeckt der Herr vom TÜV etwas, was in der Röhre so gar nichts zu suchen hat. Ein Loch. Hier haben wir Wasser, ne? Hier sieht man, hier haben wir Wasser. Und das Wasser darf hier nicht drin stehen. Und dafür haben die ein Loch gebaut. Aber unglücklicherweise haben sie es noch nicht mal am tiefsten Punkt gesetzt. Aber es geht einfach nicht. Das ist einfach ein Konstruktionsfehler. Und ein gefährlicher dazu. Gehen wir jetzt mal von einer Ausnahmesituation aus, dass jemand zu dieser Situation kommt, einen Finger reinsteckt und dann der Schwimmreifen trotzdem weitergeht und dann könnte der Finger stecken bleiben. Man soll also nie irgendwie eine Angriffsfläche haben. Während der TÜV weiter prüft, macht sich Fachjournalist Christian Ahuis am anderen Ende des Siam-Parks an die Arbeit. Sein erstes Ausprobierobjekt hat er schon entdeckt. Mekong Rapids ist ein Family Raft Ride, das heißt, er ist speziell für die Familie konzipiert. Man sitzt zu viert in einem runden Boot, sehr dicht beieinander und ist in einer offenen Rutsche unterwegs den großen Hügel hinunter. Und dass es eine Family-Rutsche ist, sieht man schon daran, dass Kinder ab 1,10 Meter Körpergröße schon mitfahren können. Und da ich gerade Family Rafts besonders sehr liebe, freue ich mich schon darauf und bin sehr gespannt, wie die hier im Siam-Park das Ganze integriert haben. Doch vor dem Vergnügen steht Anstrengung. Denn für fast jedes Rutschabenteuer muss man zunächst nach oben steigen. Jetzt geht's los, freue mich drauf. Man sieht nicht viel, nur die erste Kurve und wir schauen mal, was passiert. Hold on tight heißt es. Auf Deutsch, gut festhalten. Nach 30 Sekunden ist Christian schon wieder unten. Klasse, total super. Ich habe unglaublich viel Wasser in die Nase bekommen und ins Gesicht. Wir haben uns nicht so viel gedreht, weil wir unglaublich gleichmäßig beladen waren. Deswegen bin ich fast die ganze Zeit vorwärts gerutscht. Aber war toll, unglaublich nett. Aber das ist ganz schön knapp hier hinten, ne? Das Raft bremst ja ab. Wir haben zwei Bademeister, die sich darum kümmern, dass die Boote langsam angehalten werden. Und selbst wenn ich hiermit noch ein bisschen Geschwindigkeit an die Treppen ranstoße, ist das kein Problem. Also, was für ein Fun-Faktor? Fun-Faktor würde ich sagen 9 von 10 Punkten. Knapp 60 sogenannte Lifeguards, also Bademeister, sorgen hier im Park sowohl oben als auch unten an jeder Rutsche für die nötige Sicherheit und vor allem für die Einhaltung der Regeln. Denn wer den Reifen zu früh verlässt, die falsche Rutschlage einnimmt, gar meint, eine Rutsche mit Anlauf befahren zu müssen oder Abstände missachtet, dem passieren Unfälle, wie zahlreiche Videos beweisen. Der Experte weiß, was da falsch läuft. Ja, man sieht, dass sich Leute nicht an Regeln halten. Das ist wie im Straßenverkehr. Wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, dann muss ich damit rechnen, dass etwas passieren kann. Und wenn ich mich bei einer Wasserrutsche nicht an die Regeln halte, dann kann es sein, dass etwas passiert. Auch 3000 Kilometer entfernt im baden-württembergischen Karlsruhe im Europabad setzt man auf Badespaß durch Rutschen. 1600 Quadratmeter Fläche hat das Bad, jede Menge Rutschmöglichkeiten und ab morgen hoffentlich eine Attraktion mehr. Wenn denn die Herren Sperlich, Storch und Reckmann vom TÜV Thüringen heute ihren Segen dazu geben. Und zwar für den Aqua Rocket aus dem Hause Hartwigsen, eine auf den ersten Blick unspektakuläre rote Röhre. 400.000 Euro hat sich das Bad die neuartige Rutsche kosten lassen. Der Geschäftsführer des Herstellers, Rainer Braun, hat die neue Wasserbahn selbst erfunden. Doch auch er kommt am TÜV nicht vorbei. Für Rutschbahnen gibt es eine europäische Norm, die schreibt vor, dass die Rutschen von einem unabhängigen Sachverständigen abgenommen werden müssen. Es ist für uns auch eine zusätzliche Sicherheit, wenn einfach jemand Unabhängiges nochmal die ganze Konstruktion anschaut, Probe rutscht, weil selbst ist man ja doch ein bisschen betriebsblind. Und dieses Vier-Augen-Prinzip, das ist eigentlich das, was eigentlich eine Sicherheit bringt. Und deswegen sind die Anlagen bei uns in Deutschland auch sehr, sehr sicher. Und das ist er, der Aqua Rocket mit Turbo-Rutsche. Eine Kabine, in der auf Knopfdruck der Boden wegklappt und dem Badegast so 14 Meter freien Fall beschert. Es wäre schön, wenn man immer die gleichen Anlagen jetzt über Jahre hinweg immer baut. Aber der Kunde verlangt natürlich, und die Badegäste natürlich auch,
immer wieder neue Attraktionen. Also man ist immer auch dabei, neue Sachen zu machen oder Sachen weiterzuentwickeln, damit sie eben noch attraktiver werden. Morgen um 14 Uhr soll die Rutsche offiziell in Betrieb genommen werden. Der TÜV Thüringen unter der Leitung von Jürgen Storch hat noch einiges vor. Wir können jetzt das Wasser ausstellen. Der Herr Spärlich klettert jetzt hier runter und guckt sich die ganze Verarbeitung an. Okay? Nägel, scharfe Kanten, alles was dazugehört. Sozusagen die Sicht, Dust- und Maßkontrolle. Die machen wir dann zusammen. Der 27-jährige Benjamin Spärlich ist seit 3 Jahren beim TÜV und hat dafür extra eine Kletterausbildung gemacht. Gleich geht es in den 65 Meter langen Aqua Rocket hinab zur ersten Sichtkontrolle. Wieder geht es um Fugen, aber diesmal sollen sie mit nackter Haut in Berührung kommen. Wir wollen nachher die Rutschversuche starten. So, da darf es natürlich nicht sein, wenn der erste rutscht, dass der mit einem offenen Rücken runterkommt. Deswegen gucke ich jetzt nach, ob wirklich keine irgendwelche Hindernisse sind, die Fugen alle schön rund sind, keine Kanten entgegen der Rutschrichtung, wo sich eben irgendjemand verletzen könnte. Darum geht's. Nur 82,5 cm ist die Röhre breit. Die ersten Meter und die ersten Fugen sind die schwierigsten. Die Bauteile glatt aneinander zu fügen, ist hier besonders harte Arbeit. So, ich bin an der ersten Fuge. Ja. Die ist prima. Super. Erleichterung beim Hersteller. Wenn jetzt die Fugen noch mal gespachtelt werden müssten, ein Albtraum. Doch die Prüfung geht ja erst los. Die zweite Fuge ist auch ganz prima. Super. Und die anderen werden jetzt noch besser. Ehrlich? Ja, weil die waren leichter. Tast- und Streichtest bei allen 20 Fugen. Nichts wird dem Zufall überlassen. Die Vorgabe nach der Norm ist glatt, eben und nicht entgegen der Rutschrichtung. Aber wir haben ein spezielles Verfugungsverfahren. Es ist keine dauerelastische Fuge mit Silikon oder ähnlichem Material, sondern es ist ein Spezialharz. Das heißt, die Fuge wird gespachtelt, geschliffen und poliert. Es ist eigentlich nahtlos, übergangslos. Mich wundert jetzt sogar, dass er das als Fuge erkennt. Das Gefälle im Aqua Rocket beträgt am Anfang beinahe 70%, was einem freien Fall schon sehr nahe kommt. Und hier entdeckt TÜV-Prüfer Spärlich dann doch noch etwas. Das ist nur ein Riss, der in dem Element war. Der Riss kommt allerdings nicht raus. Also das Element hat irgendwann mal einen Schlag abbekommen, von außen wahrscheinlich. Und da sind so ganz leichte, feine Haarrisse, die man aber nicht spürt. Also die sind gar nicht bedenklich. Jetzt kann es allerdings sein, dass die natürlich nach einem halben Jahr vielleicht größer werden. Und da habe ich dann das Problem, dass dann die scharfen Kanten entstehen. Kein Grund, die TÜV-Plakette nicht zu erteilen, aber hier muss noch mal nachgebessert werden. Eine knappe halbe Stunde später ist Benjamin Spärlich unten und bespricht sich mit seinen Kollegen. Teil 1 der Prüfung ist bestanden, jetzt muss gerutscht werden. Der Hersteller gibt hier ein Mindestalter bzw. Mindestgröße an. Die müssen wir testen. Dann bei der Rutsche weiß ich jetzt nicht, ist garantiert auch ein Maximalgewicht, was vorgeschrieben wird. Vermute 130 Kilo. 130 Kilo maximal und 30 Kilo Minimalgewicht. Denn wer zu schwer ist, wird zu schnell oder bleibt stecken. Und wer zu leicht ist, bringt nicht genügend Auflagefläche mit. Das alles birgt Unfallpotenzial. Den ersten Sprung wagt Rainer Braun. Okay, der Hersteller will jetzt als erstes rutschen. Unten alles fertig. Absolut das erste Mal, dass hier jemand steht und runterfällt. Das ist voll aufregend. Ich habe ungefähr einen Puls von 120 jetzt schon. Und wenn ich dann da drin stehe, wird sich das auf 180 steigern, bevor es losgeht. Erst wenn die Tür geschlossen ist, wird entsichert. Und los geht's. Genau 5,5 Sekunden später ist alles schon wieder vorbei. Der Herstellerschrei bei den Herren vom TÜV schon bestens bekannt. Das ist ein Zeichen, da muss gestehen werden. Ich denke, Verletzung gab es nicht. Also das sah alles so aus, wie es aussehen soll. Ich bin zufrieden erstmal. Auch Rainer Braun hat Spaß an seiner neuen Erfindung. Nee, es ist einfach, man ist da so voll Adrenalin und die Emotionen, das muss einfach raus. Und man fällt wirklich. Also das Gefühl, freier Fall, das hört gar nicht auf. Erst ganz unten vor der Landung, die Kurve, da merkt man dann, dass man unten ist. Aber vorher, das ist nicht. Hallo.
Zurück auf Teneriffa im Siam Park. Lange bevor die ersten Gäste kommen, tritt hier Bademeister Julian Pezzano seinen Dienst an. Denn zusätzlich zur jährlichen TÜV-Abnahme werden die Rutschen hier auch noch jeden Morgen unter die Lupe genommen. Es geht um Sicherheit. Man darf es nicht einfach drauf ankommen lassen. Eine tägliche Kontrolle ist da einfach besser. Und vor allem wichtig, gerade Besucher von Wasserparks sind in gewisser Weise besonders gefährdet. Wenn jemand barfuß mit trockenen Füßen auf einen Stein tritt, dann passiert nichts. Macht er dasselbe aber mit feuchten oder nassen Füßen, dann ist seine Haut sehr weich und das Risiko, sich zu verletzen, ist 25 Mal so hoch wie mit trockener Haut. Deshalb achten wir auf jede Kleinigkeit. Unsere Gäste sind schließlich den ganzen Tag mit Wasser in Kontakt. Auch Nathan Solano ist schon in der Früh im Einsatz. Zusammen mit Julian ist er für den Tower of Power zuständig, mit 28 Meter das höchste Highlight des Parks. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Body-Rutsche. Mann oder Frau rutschen hier also nur auf der nackten Haut und dem Wasser nach unten. Bis zu 80 Stundenkilometer wurden hier schon gemessen. Angsteinflößend auch für den Bademeister. Ich sage immer, an dem Tag, an dem ich hier oben stehe und keine Angst mehr vor der Höhe habe, da werde ich einen Fehler machen. Also checke ich lieber alles doppelt. Spricht's und seilt sich die 28 Meter hohe Rutsche hinab. Erst wenn er alle Fugen und Kanten kontrolliert hat und nichts Scharfes, Spitzes oder Unebenes gefunden hat, heißt es Wassermarsch im ganzen Park. Damit am Tower of Power nichts passiert, bekommt jeder Gast eine persönliche Einweisung und muss sich die Piktogrammtafel durchlesen. Ohne Uhr oder Kette geht es dann den Berg hinab, mitten durch ein Becken prall gefüllt mit Haifischen. Sicherheit ist gut und Kontrolle noch besser. Daher gibt es über den Park verteilt 96 Kameras, die jeden Rutscheneinstieg und Ausstieg filmen. Das gesamte Material wird gespeichert und erst nach 11 Tagen wieder gelöscht. Wir möchten halt in jedem Moment mit unseren Besuchern da sein und wir möchten denen halt die Sicherheit geben. Sichern Sie sich damit auch ab? Sicherlich auch, ja. Also jetzt gerade bei den Rutschen zum Beispiel, wenn jemand sagt, er hätte nicht gewusst oder sowas, wie man sich verhalten soll auf diesem Schwimmgerät, dann können wir halt nachweisen, dass wir eine Einführung gegeben haben und dass wir den Leuten gesagt haben, ganz genau, wie sie sich festhalten sollen und wie die Körperhaltung ist. Es gibt immer Leute, die glauben, sie wissen es besser und sie möchten es anders machen. Und hier können wir halt nachweisen, ob alle Anwendungen richtig vollzogen wurden oder nicht. Die Rutsche Kinaree im neuen Teil des Siam Parks hat inzwischen das Go vom TÜV erhalten. Christoph Kiesling bereitet alles vor, damit Fachjournalist Christian Ahuis heute als erster fahren darf. Kinaree wartet. Eine einmalige Erfahrung, unvergesslich. Ich bin sehr gespannt, das jetzt erstmal ausprobieren zu können. Das ist ja wirklich eine einmalige Kombination, die Sie sich hier ausgedacht haben. Ja, wunderbar, sollen wir mal? Diese Kombination gibt es weltweit so noch nicht und das ist jetzt für mich eine absolute Premiere. Fahren Sie da jetzt anders als ein normaler Mensch? Achten Sie auf bestimmte Dinge oder wie ist das? Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, ein normaler Mensch ist wahrscheinlich bei einem ersten Rutschen so überfordert mit den Eindrücken. Das reizt ja auch gerade dazu, mehrmals eine Rutsche auszuprobieren. Und vielleicht bin ich ein bisschen abgebrüht, aber die Wave, die da nachher am Schluss fast auf mich wartet, die habe ich ja auch so noch nicht gemacht. Ich glaube, da werden mir auch vielleicht die Gesichtszüge entgleiten. Zusammen mit dem TÜV-Tester Angel Izquierdo und Christoph Kiesling geht es die 200 Meter lange Rutsche hinab. Schon nach wenigen Metern der erste Fall. Und dann The Wave, die Welle. 10 Meter hoch und sehr, sehr steil. Nach knapp 40 Sekunden ist alles schon vorbei. Das war super. Ich muss erst mal das Wasser aus meinen Augen befreien. Unglaublich. Also, das geht so schnell. Ich habe vorhin schon erzählt, dass man einfach das Gefühl hat, gar nicht alles richtig wahrnehmen zu können, weil es so schnell alles hintereinander abrollt. Sehr spaßig, ganz toll. Zurück im Europabad in Karlsruhe. Auch hier macht sich der TÜV an das Testen der neuen Rutsche des Aqua Rockets mit freiem Fall. Ja, erst der Hersteller, dann der TÜV, ja. Doch dieses Mal wird nicht einfach nur gerutscht. TÜV-Tester Diego Reckmanns Fahrt soll zeigen, ob die Rutsche nicht eventuell zu schnell ist und somit gesundheitsschädlich.
Das ist unser Sensor zur Aufzeichnung der Beschleunigung. In der Wasserrutsche treten recht starke Beschleunigungskräfte auf. Nee, das passt nicht, oder? Kriegen wir das so? Geht so, ja. So, und jetzt wird natürlich auch, wollen wir das aufzeichnen, wie stark die Beschleunigungskräfte sind. Der Sensor wird gleich die Kräfte messen, die durch den freien Fall auf den Körper einwirken. Der Tester schafft es in weniger als 5 Sekunden, die knapp 53 Meter runterzurutschen. Seine Expertenmeinung? Sehr gute Rutsche. Ich bin gespannt, was die Auswertung macht. Es ist eine sehr schöne Kurve, eine lange Kurve. Ich habe ein sehr gutes Gefühl gehabt, schöner Fall, genau so muss es sein. Ja. Wird die Rutsche den TÜV-Test bestehen oder ist der freie Fall doch zu gefährlich für das Publikum? Gleich in der Future-Trend-Reportage. Zurück in Karlsruhe, wo der TÜV gleich entscheiden wird, ob die neue Freifallrutsche morgen in Betrieb geht oder ob sie doch zu schnell ist. Ich habe unten die Kurve und in der Kurve drückt es mich nach außen. Und genau diese Kraft ist das, die ich dann spüre, die wir hier mittels des Peaks sehen. Normalerweise wirkt auf uns nur die einfache Erdbeschleunigung. Das heißt, wir beginnen mit 1G. Wenn er fällt, haben wir keine Erdbeschleunigung mehr. Wir fallen, das heißt, es geht gegen 0G. Und dann kommt die erste Kurve und die spüre ich dann. Wir sehen, dass das einmal ganz kurz diese 2,6 G überschritten worden. Das darf es aber. 2G, das ist mein zweifaches Körpergewicht, was dann plötzlich wirkt. Wir dürfen maximal bis 4G hoch, aber müssen diesen kleinen Peak unter 0,1 Sekunden halten. Und genau das sehen wir gerade, was passiert ist. Das ist nicht weiter dramatisch, das ist okay. Wir haben das ja vorher berechnet und bei unseren Berechnungen kam auch das raus. Aber jetzt einfach die Bestätigung wirklich zu haben, ist noch mal eine zusätzliche Bestätigung. Und wir sind froh, dass wir sind knapp über 2,6, aber nur für einen ganz kurzen Zeitpunkt und das ist zulässig. Das ist okay. Ja, das ist zulässig. Maximal sind 4G zulässig und das ist auch das, was bei den Achterbahnen zulässig ist. Startfrei also für den Massentest. Jetzt sollen Männer und Frauen mit unterschiedlicher Größe und Körpergewicht die Rutsche ausprobieren. Wie groß bist du? 1,84. 1,84? Was für ein Gewicht? 72 Kilo. Ja, das passt doch. Das passt, dann kannst du rutschen. Dann wissen wir deine Daten. Kannst du starten. Keiner darf zu schnell oder gar zu langsam sein bei diesem Test. Wer zu langsam ist, könnte stecken bleiben. Und wenn ein Proband zu schnell wird, könnte das Auslaufbecken am Ende zu kurz sein. Auch die Zeitmessung entscheidet also über das TÜV-Siegel. Gut. Wie war das Gefühl? Gut, oder? Überrascht. Wir mitteln jetzt die Geschwindigkeiten bei diesem Rutschentyp Typ 5 Turborutsche. Und sind jetzt nach 14 Rutschversuchen liegen wir zwischen 4 und 5 Sekunden. Wenn wir das umrechnen, sind wir ungefähr zwischen 11 und 12 Meter pro Sekunde. Und dieser Rutschentyp ist zugelassen von 7 bis 13 Meter pro Sekunde. Also liegen wir wunderbar in dieser Toleranz. Auch die anschließenden Tests mit zart gebauten Frauen und auch einem knapp 30 Kilo wiegenden 12-Jährigen liegen in der Norm. Einzig bei dem Drehkreuz muss noch nachgebessert werden. Zu leicht kann hier einer vorbeischlüpfen. Und dabei ist gerade das Drehen entscheidend für die Sicherheit. Ja, das ist deswegen, dass oben umschaltet, ein Signal gibt, es ist wieder frei. Dass der Rutschende den Landebereich verlassen hat, nicht, dass der Nachfolgende aufrutscht und dann schwere Unfälle passieren. Das geht bis zu Wirbelschäden oder so. Ja. Damit das hier im Europabad in Karlsruhe in Zukunft nicht passiert, nimmt der TÜV Thüringen am Ende auch noch die beiden Piktogramme ab. Erst dann, nach 10 Stunden Testen, Fühlen und Rutschen, gibt es die Plakette und damit startfrei für die Eröffnung am kommenden Tag. Zurück im Siam-Park auf der Kanareninsel Teneriffa. Auch hier dürfen jetzt die ersten Freiwilligen die neue Rutsche Kinnari befahren. Der Andrang ist riesig. Was ist jetzt für Sie das Tolle an so Rutschen? Überhaupt nicht. Ich mag eigentlich keine Rutschen. Und warum rutschen Sie dann? Ich will es mal versuchen. Vielleicht ist die ja toll. Hallo, ich bin der Christoph. Hi, Denise.
Kommst du bitte rein? Steig ein. Jetzt setzt du dich seitlich da drauf, drehst deine Beine in die Mitte und guckst, dass du mit deinem Hinterteil nicht in das Loch reinfällst. Okay? Und dann immer gut festhalten. Alles klar? Okay. Wer rutscht mit? 200 Meter lang ist Kina Ree, die nach einem asiatischen Fabelwesen benannt wurde. 45 Grad Neigung sorgen für schnelle Fahrt und die Welle mit ihrer 10 Meter Rampe für Blutwallungen. 40 Sekunden später ist alles schon wieder vorbei und die 16-jährige Denise um eine Erfahrung reicher. Und wie war's? Ich fand's geil. Ja, man fällt schön tief, aber auch nicht so lange. Ich fand die wirklich geil. Und wie ist das, wenn's hochgeht? Das ist auch cool. Ja, auch dass man sich dreht. So, ich würde jetzt hier nochmal fahren. Ich glaube, ab morgen wird das Ding voll sein, oder? Das glaube ich auch. Aber wir haben halt sowas gesucht. Weißt, die Leute, die möchten noch einen Kick draufsetzen. Die möchten noch ein bisschen mehr haben. Aber was kommt dann nächstes Jahr? Ja, da gucken wir mal. Aber da arbeiten wir dran. 185.000 Quadratmeter feuchtes Vergnügen. Der Siam-Park gilt zurzeit als größter Wasserpark Europas. Der Fachjournalist Christian Ahuis muss noch mehr ausprobieren. Immerhin soll er am Ende seiner Rutscherei einen Artikel schreiben. Auch für uns zieht er ein Fazit seines durchaus auch harten Arbeitstages. Es war ein langer, auch anstrengender Tag, denn Wasserrutschen ist auch wirklich anstrengend, man glaubt es kaum. Aber es war auch wirklich sehr interessant. Es war schön zu sehen, was es hier alles geboten gibt. Und meine Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sondern es wurden auch ein wenig übertroffen.